Also, ich bin Katrin Böpp und ich habe Schick und Trendy Taschen und Kindermode in Reichenbach. Wir machen das seit 2009, haben wir angefangen mit Lederwarengeschäft und Ranzen dann dazu genommen 2010 und seitdem machen wir auch eine Ranzenmesse. 3 Jahre erst bei uns im Laden und jetzt machen wir sie hier groß im Neuberenhaus. Und seit 2014 haben wir jetzt die Kindermode dabei. Das ergänzt sich sehr, sehr schön und wird auch wirklich gut angenommen. Die Schulanfangsmesse gibt es jetzt seit 4 Jahren, das ist die 4. Wir haben angefangen im Foyer, allerdings waren wir da schnell zu viele Leute, haben nicht mehr hingepasst und haben seit folgendem Jahr jetzt hier einen großen Saal gemacht. Also wir sind jetzt 13 Aussteller und es ist schon ganz schön viel und es wird alles abgedeckt, was man irgendwie für einen Schulanfang braucht. Also von Catering über Bäcker, über Friseur, natürlich unsere Ranzen und unsere Mode mit. Die Leute wollen hauptsächlich natürlich eine ordentliche Ranzenberatung und darauf legen wir auch ganz sehr viel Wert, dass der Ranzen ordentlich passt. Das ist wichtiger als alle Motive und so weiter, weil die Kinder müssen 4 Jahre mit dem Ranzen in die Schule gehen. Da ist viel Gewicht drauf und deswegen beraten wir wirklich sehr lange und deswegen dauert es auch manchmal ein bisschen länger, um zu erklären, warum ein Ranzen wie sitzen muss. Werden natürlich die Trends präsentiert, die jetzt zum Schulanfang in sind. Ganz für die Mädels natürlich, sämtliche Kleider, sämtliche Formen an Kleidern, kurz, lang, alles in. Für die Jungs haben wir ganz viel schöne, tolle Hemden und dieses Jahr erstmalig Schlips und Weste dabei. Es kam sehr, sehr gut an. Die Models sind aus Kindergärten. Der eine Kindergarten ist aus meinem Wohnort, aus Reut. Die machen schon immer mit. Und der andere Kindergarten ist ein christlicher Kindergarten hier aus Reichenbach. Wir haben heute wirklich sehr, sehr gut verkauft. Gerade die Kindermesse, also die Kindersachen, die sind heute sehr, sehr gut angekommen. Da waren wir sehr froh und die meisten haben es gleich mitgenommen, da ja jetzt die Zeit schon ist, wo man es kaufen muss.